Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des Extra Magazins. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra Magazins und unterhalte mich mit Herrn Thomas Meyer zur Drewer, der das ETF-Geschäft von ComStage leitet. Das ist der dritte Teil unseres Interviews und nachdem wir Grundlagenfragen zum Thema ETFs schon behandelt haben, jetzt im zweiten Teil das Thema Tipps zum ETF-Handel, zur Erstellung eines eigenen ETF-Portfolios besprochen hatten, kommen wir jetzt heute in diesem Teil auf die Fertigmischung, die Backmischung, die fertige Backmischung, eigentlich schon den fertig gebackenen Kuchen schon, ja. Zum Thema ETFs und zwar die ComStage Vermögensstrategie ETFs. Ja, Herr Meyer-Zodrewer, ich mag diese Produkte sehr gerne, weil ich glaube, dass sie in vielen Einsatzfällen einen wirklichen Mehrwert liefern. Und auch vor allen Dingen Anleger, die sich nicht so sehr mit dem Thema beschäftigen wollen, schnell und einfach und auch fair bepreist, teurer als ein ETF-Portfolio, aber sonst fair bepreist, Zugang zu einem gut strukturierten ETF-Portfolio ermöglichen. Vielleicht, Sie haben ja auch eine Grafik mitgenommen, schauen wir uns die mal in der Übersicht kurz an, dann können Sie sehr kurz gerne erläutern, was das für Produkte sind und dann gehen wir nochmal ein paar einzelne Fragen zu den jeweiligen Produkten ein. Ja. Vielleicht, bevor wir das angucken, was war der Auslöser dafür? Mhm. Wir bieten 110 ETFs an und es wurde immer wieder die Frage gestellt, Sie empfehlen, in dem Fall ich, Sie empfehlen durchaus Sparpläne, aber ich kann jetzt natürlich nicht 20 Sparpläne aufmachen, das übersteigt einfach meine finanziellen Möglichkeiten. Die durchschnittliche Sparplanrate ist übrigens 150 Euro. Die ist 150 Euro und wenn man mal unterstellt, wenn man das durch 25 teilen würde, sind wir übrigens auch das, was wir am Anfang besprochen haben, 6 Sparpläne, 4 bis 6 ETFs würde ja genau passen, so eine Art Grundallokation. Aber eigentlich war der Auslöser, und ich sehe, Herr Jordan, Sie kennen natürlich das Metier sehr gut, der Auslöser war tatsächlich eine ältere Dame, die mich ansprach und mir berichtete von den Zwillingen, die jetzt in Kürze auf die Welt kommen und dass sie eben für den bisher schon lebenden Enkel immer Sparpläne, 2 Sparpläne hatten, aber eben das nicht für dann 3 Kinder können. Ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, dass man die Vorteile von ETFs in einem Produkt nutzen kann, was genau wie Sie beschrieben haben, selbst schon allokiert ist, also der fertige Kuchen ist, sodass man dieses Produkt wiederum mit einem Sparplan bedienen kann. Das war der Auslöser für unsere Überlegung. Das haben wir sehr gerne aufgenommen, wie wir immer natürlich versuchen, neue ETFs aufzulegen nach Kundenwunsch. Das ist nicht immer der Fall, das kann auch nicht immer der Fall sein, weil es manchmal auch Wünsche gibt, die wir einfach so nicht umsetzen können. Aber in dem Fall war das natürlich eine interessante Anforderung. Ich hätte einen ETF-Wunsch, einen, der mir jedes Jahr 8% Rendite erwirtschaftet. Ja, ich weiß, Sie haben eine hohe Risikotragfähigkeit, sollten wir uns danach sicherlich darüber unterhalten. Ist sicherlich möglich und wenn wir auf die Grafik gucken, dann ist sowas langfristig durchaus möglich, aber nicht garantiert, ganz wichtig, mit dem ETF, den Sie auf der rechten Seite sehen, das ist nämlich der ETF 703. Aber lassen Sie mich trotzdem auf der linken Seite der guten Ordnung halber beginnen. Wir haben dann 3 Konzepte aufgesetzt mit unterschiedlichen Aktienquoten. Es geht ja immer darum, aus dem Sparbuch weg sich zu bewegen und egal wo sie sich hinbewegen, es ist immer mit höherem Risiko verbunden. Weil auch das, was wir in den letzten 2 Teilen besprochen haben, es ist wie so eine Bewegung nach außen. Will ich mehr Rendite, muss ich einfach bereit sein, höheres Risiko einzugehen. Mhm. Das trifft in 99% der Fälle ein, bevor jetzt jemand Sie die Zuschriften bekommen. Naja, das ist auch manchmal anders. Geistert immer wieder durch die Presse. Tatsächlich ist über lange Zeiträume höheres Risiko, nur dann gibt es auch höhere Rendite. So, und wir haben diese Risikoassets zum einen 40% Aktienanteil, das ist der, den Sie auf der linken Seite sehen, das ist der ComStage Vermögensstrategie Defensiv. Dann haben Sie daneben den ausgewogenen 60%, auf die Details komme ich gleich noch. Mhm. Und dann haben Sie den, und da denke ich wieder an Ihre 8%, der schon beschriebene ETF 703, der ComStage Vermögensstrategie Offensiv. UCITS ETF, UCITS ist einfach eine Richtlinie hier in Europa, ist ein Qualitätsmaß, ist eine Richtlinie, die eine sehr, sehr hohe Qualität sicherstellt bei Fondsprodukten, nicht nur bei ETFs, sondern bei Fondsprodukten generell.
So, diese 40%, ich gehe nochmal auf den defensiven zurück, 40% in Aktien, das ist verteilt, runtergebrochen und das sehen Sie, das sind wir sehr transparent, sehen Sie jeden Tag auf den sogenannten Factsheets, die Sie auf der Seite comstage.de runterladen können und dann wissen Sie genau, wie dieser 40%ige Aktienanteil allokiert ist. Hinzu kommt jetzt natürlich noch ein Anteil an festverzinslichen, an Bond-ETFs und wir haben hier, und das ist ganz besonders, hier haben Sie Gold-ETCs drin, ja? Xetra Gold und Euwax Gold. Warum? Weil sich dieses Produkt ganz speziell an Kunden richtet, an Anleger richtet, die eine möglichst hohe Risikoaversion haben, also möglichst wenig Risiko wollen, viel Sicherheit wollen, aber andererseits doch verstanden haben, dass eben langfristig mehr Rendite nur durch ein höheres Risiko, eben durch das Gehen an den Aktienmarkt möglich ist. Und jedes dieser drei Portfolio hat jetzt also ein definiertes, nennen wir es mal, Zieluniversum. Ja. Das kann man aus den jeweiligen Factsheets rauslegen und wird dann ein, zwei... Es wird einmal im Jahr, wir haben auch das getestet, einmal im Jahr, das ist immer wieder das Abwägen, wo ist der Vorteil, wo ist der Nachteil, was entstehen für Kosten, wird einmal im Jahr, nämlich im Frühjahr, im März, angepasst, zurückgesetzt. Das Wort Rebalancing, was Sie mehrfach aufgeworfen hatten, Herr Jordan, wird also einmal im Jahr auf diese Grundallokation, in dem Fall 40% Aktien, bei dem defensiven 40% Aktien und entsprechend Renten 50%, wobei das schließt auch den Geldmarkt ein und dann eben entsprechend Rohstoffe, nur Gold. Wenn ich den ganz rechten nehme, das ist dann der Offensive, da ist der Aktienanteil 80%, würde darauf zurückgesetzt einmal im Jahr. Es gibt allerdings eine Ausnahmeregel. Wenn sich Märkte sehr stark bewegen und die Abweichung um 5 Prozentpunkte überschreitet, wird auch ein unterjähriges Rebalancing vorgenommen. Das ist ein wichtiger Punkt. Warum ist das ein wichtiger Punkt? Das ist ein weniger wichtiger Punkt für denjenigen, so wie Sie, der den Offensiven hat, weil er 8% Rendite möglichst langfristig haben will, als für denjenigen, der sagt, ich möchte möglichst wenig Risiko haben. Denn wenn Sie 40% aus 45% Aktienanteil werden, dann ist das für manchen einfach zu viel. Deshalb haben wir uns zu dieser zusätzlichen Regel entschieden. Aber ganz wichtig, und gestatten Sie mir das an dieser Stelle zu sagen, das ist rein passiv. Hier gibt es keinen aktiven Fondsmanager, sondern das ist dieses Grundgerüst, was wir festgelegt haben, auf das immer wieder zurückgesetzt wird. Es gibt keinen aktiven Fondsmanager, der unterjährig dort eingreift. Denn wir sind davon überzeugt, dass für den langfristigen Vermögensaufbau für jeden eines dieser Produkte durchaus zutreffen kann und es dann sehr einfach macht, sehr breit aufgestellt, über einen Sparplan mit ab 25 Euro eben langfristig Vermögen aufbauen zu können. Und auf diesem Schaubild sehen wir jetzt das auch nochmal zusammengefasst. Eben, was denen alle gemeinsam ist, ist das Rebalancing einmal im Jahr, alles das, was wir angesprochen haben, breit aufgestellt und ist eben zeitsparend. Ja, wir leben in der arbeitsteiligen Gesellschaft und so ein Produkt, und das begegnet uns immer wieder, die Frage, ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern. So ein Produkt ist natürlich in einer arbeitsteiligen Gesellschaft eine Fortsetzung dieser Arbeitsteilung und damit zeitsparend und natürlich auch kosteneffizient. Genau, Sie sind kostengünstig im Vergleich zu einem Mischfonds, sage ich mal, aber im Verhältnis zu einem eigens erstellten ETF-Portfolio natürlich teurer. Also wenn ich jetzt selber 10 ETFs zusammenstelle, so wie wir es im zweiten Teil besprochen hatten, dann habe ich natürlich das günstigste Portfolio. Und im Schnitt, glaube ich, kosten die rund 0,5%. Kann man sagen. Also es sind 25, Entschuldigung, wenn ich da mit den genauen Zahlen komme. Also es ist so, dass alle drei Produkte eine Basisfee haben von 0,25%. Darin ist das Rebalancing eingeschlossen. Darin sind aber auch, und das ist für Fonds typisch, Fonds haben hohe Kosten, weil sie regelmäßig geprüft werden. Ja? Sie haben andere regulatorische Kosten. Und das wird dadurch abgedeckt, die 0,25. Das ist sozusagen im weitesten Sinn die Basiskosten. Und darauf kommen jetzt nun noch die Kosten für die Zielfonds. Weil sie
Ihre ETFs oder Eurox Gold, Xetra Gold in den Portfolien. Ja, oder auch Fremd-ETFs da reinkaufen. Wir kaufen ja nicht nur Comstage-ETFs, sondern wir haben uns ganz klar das Regelwerk gesetzt. Wir kaufen den geeignetsten ETF. Ja. Das hat etwas mit Größe zu tun, das hat etwas mit Performance zu tun, das hat etwas mit Liquidität. Also das, was wir vorher schon besprochen haben. Und natürlich, last but not least, Passgenauigkeit zu der Allokation. Das kommt obendrauf. Und da können Sie sagen, der defensive ist der preisgünstigste. Das sind 0,25 plus etwa 20 Basispunkte für die Zielfonds. Hängt ein bisschen von der Gewichtung ab, sodass sie bei 0,45 sind. Liegt aber auch daran, weil Anleihen-ETFs tendenziell ein bisschen günstiger sind. Oder Gold, glaube ich, Eurex Gold kostet gleich gar nichts. Xetra Gold weiß ich jetzt gar nicht. Das kommt hinzu. Und das dann haben sie senkt die Gebühr dann. Ja. Genau, richtig. Und dann haben sie in der Mitte den ausgewogenen mit 60% Aktienanteil. Dort haben sie auch 0,25 plus 0,23, also insgesamt 0,48, die TER, Total Expense Ratio, die Gesamtkosten. Und dann im Fall des 80%igen Aktienanteils, weil sie einfach, und das haben Sie genau beschrieben, teurere ETFs drin haben, weil eben viele Aktien-ETFs vor allem in Randbereichen teurer sind, da haben Sie dann Kosten von 0,55, was aber insgesamt eben sehr preisgünstig ist. Und die 0,25 ist, wie gesagt, wie eine Vermögensverwaltungsgebühr. Da ist alles das drin, was um diese Allokation herum an Kosten entsteht. Und handelbar sind die Produkte wie ein normaler ETF an der Börse, so wie wenn ich jetzt einen DAX-ETF von Ihnen kaufe oder den Vermögensstrategie-ETF ist genau das Gleiche. Kann ich also bei jeder Direktbank, bei jeder Bank ganz normal über die Börse kaufen. Und ich meine, vom Magazinseite her beschäftigen wir uns ja auch mit dem Thema Robo-Advisor. Da haben wir erst kürzlich auch in der Mai-Ausgabe einen Test gemacht und da ist natürlich... Vielleicht kurz erläutert, was ist ein Robo-Advisor? Es ist im Prinzip eine Vermögensverwaltung, die in der Regel digital stattfindet. Das heißt, ähnlich wie bei einer Direktbank eröffne ich ein Konto, wähle dann eine Portfolio für mich aus. Die nutzen oft auch ETFs, nicht immer, aber meistens. Und dann ist dieser Vermögensverwalter dafür verantwortlich, dass die einzelnen ETFs in meinem Portfolio, was ich da eröffnet habe, dann entsprechend einer gewählten Strategie umgesetzt wird. In Ihrem Fall ist es ja so, dass Sie sozusagen drei Töpfe zur Verfügung gestellt haben, drei Fonds, da liegen die ETFs drin und haben eine Regel entwickelt, wie das dann gesteuert wird. Ist in Ihrem Fall eigentlich so eine Vermögensverwaltung zum Mitnehmen, kann ich in jedes Depot packen, abgegrenzt dazu, der Robo-Advisor, da muss ich ein Konto eröffnen. Und vom Preismodell würde ich sagen, sind Sie sogar einen Tick günstiger als die meisten Robo-Advisor. Ist das so auch die Strategie gewesen, da nochmal so ein Gegengewicht zu bringen zu Robo-Advisern oder war das gar nicht so die Jetzt, Überlegung? Jetzt will ich nicht unverschämt sein und sagen, wir waren vor den Robo-Advisern da. Die kamen ja erst, nachdem wir das bereits aufgelegt hatten. Ich glaube, den ersten, den wie heißt denn der, Vermögensstrategie? Der war ETF davor. 701, oder? Ja, der 701, der ausgewogene, der war vor den Robo-Advisern da. Uns ist wichtig an dieser Stelle, und das möchte ich auch gerne nochmal betonen, und vielen Dank, dass Sie dieses Stichwort nochmal geliefert haben. Unsere Vermögensstrategie-ETFs sind keine aktiven Produkte. Robo-Advisor sind aktive Produkte. Bei uns ist ganz klar zum einen die Transparenz. Sie wissen immer, wie der allokiert ist, kann jeden Tag auf comstage.de und dann geben Sie rechts in die Suchmaske den, ich darf Sie nochmal nehmen mit Ihren 8%, dann würden Sie eingeben ETF 703, dann wird er aufgerufen und dann bekommen Sie unter dem Feld Downloads die Factsheets. Das könnten Sie nachbauen. Mhm. Ja? Herr Jordan, wenn Sie sich morgens die Mühe machen, dann sehen Sie das und könnten das so nachbauen. Würden Sie also die 0,25 tatsächlich sparen. Wenn Sie sagen, ich habe aber was anderes zu tun und wir wissen natürlich dieses exzellente Extra-Magazin, da bin ich ziemlich sicher, dass Sie ganz anders ausgelastet sind, dann ist das natürlich eine Alternative für Sie, zu sagen, ich bin bereit, meinem Gärtner etwas zu zahlen, dass er mir den Rasen mäht. Ich könnte es auch selbst tun und so sind Sie bereit, die 0,25 zu zahlen, um hier ein Produkt zu bekommen, was transparent ist, was rein passiv ist. Wie gesagt, einmal im Jahr, ich lasse jetzt mal die unterjährige Regel aus, die ja nur zum Zug kommt, wenn die Märkte sich sehr stark bewegen, dann haben Sie ein rein passives Produkt. Und das setzt, und das war die Grundidee, das setzt die Vorteile von 110 Comstage ETFs fort, nämlich preisgünstig zu sein,
transparent zu sein, an der Börse handelbar zu sein und keinen aktiven Eingriff zu haben. Mhm. Das ist die Abgrenzung zum Robo-Advisor. Es gibt noch einen weiteren, ich weiß, Sie werden mir jetzt gleich widersprechen, und zwar zu Recht. In der großen Masse, die 23 Robo-Advisor, die Sie getestet haben, die meisten verlangen etwas mehr als nur 25 Euro, denn diese drei Produkte, die wir hier sehen, die können Sie ja ab 25 Euro regelmäßig besparen, also jeden Monat, das geht auch bei manchen Banken zweimonatlich, und das ist sicherlich auch der Unterschied. Ich weiß natürlich, dass es auch den einen oder anderen Robo-Advisor gibt, der das auch ab 1 Euro macht. Es sei mal dahingestellt, wie das dann funktioniert. Ja, ja, wie gesagt, ich glaube, also Anleger, die wirklich sehr aktiv, selbstbestimmt Spaß haben, ihr Portfolio zu machen, werden sie mit so einem Produkt wahrscheinlich nicht gewinnen, weil die halt aber auch nicht andere Fondsprodukte kaufen, weil sie es ja eben selber machen wollen. Ja. Und damit ist es ja schön, in Ihrem Fall haben Sie auch eine große Palette an Produkten, andere ETFs gibt es auch am Markt, da kann man das ja selber machen. Ich finde halt, bei diesen Produkten kann man viele Themen einfach außen vor lassen. Also Sie hatten das Thema Sparpläne schon angesprochen. Ich finde ein ganz wichtiges Thema das Thema Auszahlpläne. Ja, weil vielleicht als Angestellter habe ich noch Zeit und Lust, mich um meinen Vermögensaufbau zu kümmern. Aber wenn ich den dann mal konsumiere, habe ich vielleicht keine Lust mehr. Dann haue ich alles in so ein Portfolio-ETF rein, lasse das Geld professionell weiterlaufen und lasse mir dann monatlich ein bisschen was zur Rente auszahlen. Also das sind ja auch Einsatzmöglichkeiten. Oder disponiere von vornherein so, das tun ja viele. Ich überlege mir, was brauche ich wohl im nächsten Jahr? Dann verkaufe ich entsprechende Anteile, gar nicht mal monatlich, packe die auf ein Festgeldkonto. Und nimm's mir da dann runter. Ja. Und wenn das Festgeldkonto leer ist, dann disponiere ich wieder fürs nächste Jahr. Das geht natürlich ideal damit. Ja, genau. Und da sind viele Vorteile. Und ich finde zum Beispiel auch eine durchaus gängige Einsatzmöglichkeit, das hatte mir mal nämlich auf der Messe jemand gesagt, der war schon sehr aktiver Trader, also hat schon sehr aktiv, sagen wir mal, gezockt. Und hat aber auch gesagt, nee, also einen Großteil meines Vermögens habe ich in einem breit gestreuten ETF-Portfolio. Das will ich auch gar nicht anfassen, da will ich mich gar nicht damit beschäftigen. Das soll einfach laufen. Ja? Und dann habe ich ein Spielkonto, wo ich meine Handelsstrategien führe. Da bin ich sehr aktiv. Ja? Und für sowas ist dann auch wieder eigentlich meiner Meinung nach perfekt, wenn man eben selbst es nicht machen möchte. Das sind sicherlich die unterschiedlichen Anwendungsweisen von ETFs, die wir jetzt auch gerade auf diesem Schaubild nochmal sehen. Die Unterscheidung auf der einen Seite der lange Horizont, dazu gehört das, was wir jetzt besprochen haben, der langfristige Vermögensaufbau über Sparplan oder auch die Einmalanlage, und auf der anderen Seite der eher kurzfristige Horizont, Sie haben es gerade angesprochen, eben zu Tradingzwecken, kurzfristig Chancen an den Märkten zu nutzen, auch schnell umzuschichten, wie gesagt, immer dort auch der Hinweis, bitte darauf achten, hin und her macht Taschen leer, nicht jedes Kauf- und Verkauf Signal ist wirklich geeignet, darauf dann zu handeln. Oder eben, was wir im ersten Teil ja schon besprochen haben, eben inverse Produkte, die berühmten Short-ETFs oder auch ETFs mit Leverage. Ja, eine Sache ist mir noch aufgefallen, als ich mir die einzelnen Allokationen, ich glaube, das ist aber nur bei dem Offensiven gewesen, dass in der Regel sagt man ja breit gestreut, weltweit gestreut. Ja. Und Sie haben da DAX, MDAX, TechDAX und SDAX, also die gesamte deutsche, sagen wir mal, Investmentlandschaft investiert. Sie hatten es vorhin schon mal kurz erwähnt. Warum haben Sie das gemacht? Also wir haben, das betrifft ja Ihren Lieblings-ETF, den 703. Jetzt kann ich mir den Weg mittlerweile auch merken. Ja, ETF 703. Ja, ich habe schlaue Bücher sagen immer, wenn ich Ihnen das 15 Mal erzähle, dann werden Sie den auch direkt kaufen. Ich hoffe, ich schaffe das und nicht nur 14 Mal. Nein, der ETF 703, warum haben wir das getan? Weil wir da natürlich auch sehr auf Kunden gehört haben. Es ist ja nicht nur ein hoher Aktienanteil, sondern diese Kunden wollen dann auch ganz bewusst die Chancen in verschiedenen Segmenten nutzen. Und in gewissen Börsenphasen, vor allem in Aufschwungphasen, sieht man eine klare und deutlichere Bewegung der Nebenwerte, der kleineren Werte. Das hat sich über Jahrhunderte vor allem im US-Markt immer wieder herausgestellt. Deshalb sind das auch Werte, die sehr zu beachten sind. Hinzu kommt Nasdaq, natürlich Technologiebörsen, deshalb auch der TechDAX dort drin, weil das eben doch Kunden sind, die vollumfänglich die Chancen an den Kapitalmärkten, an den Aktienmärkten, muss man ja sagen, an den Aktienmärkten nutzen wollen. Das ist der Grund.
Hinzu kommt noch eins, und das betrifft alle drei Produkte. Wir haben natürlich schon auf unsere Hauptklientel geachtet und die ist einfach, besteht aus Euro-Investoren, sodass es schon einen gewissen Schwerpunkt gibt Richtung Euroland, Richtung Europa. Ist auch wieder sinnvoll. Wir haben es ganz am Anfang angesprochen, der Unterschied zum MSCI World, der eben einen Anteil hat von 57-59% US-Aktien. Auch das wollten wir damit auf vielfachen Wunsch etwas umgehen, also etwas weniger US-Lastigkeit. Vielleicht kurz nochmal, wie das Produkt angenommen wird. Das mittlere 701, ETF 701. Das hat, glaube ich, 70 Millionen. Und die anderen beiden sind ja erst jetzt vor ein paar Monaten dazugekommen. Die sind jetzt ergänzt worden vor ein paar Monaten und die hoffe ich, wünsche ich mir, laufen in die gleiche Richtung. Ja. Wir sehen also sehr guten Zuspruch. Wir sehen vor allem sehr guten Zuspruch zu Ihrem Lieblings-ETF, dem ETF 703, weil eben doch viele, und da stellen wir auch immer wieder fest, das sind vor allen Dingen auch jüngere Investoren, die sagen, ich habe noch viel vor mir. Ich kann da ruhig einen hohen Aktienanteil nutzen. Mhm. Es sind auch interessanterweise bei Sparplänen natürlich viele Eltern, viele Großeltern, die sagen, Kind ist klein, ich will für die Ausbildung sparen. Ich habe, und das kommt auch sehr oft vor, schon was anderes. Ja? Aber jetzt möchte ich ganz gezielt auch hier die Möglichkeiten, die nun einfach mal die Aktienmärkte in der Vergangenheit gezeigt haben, für meinen Enkel, für meine Enkelin, für die Zukunft nutzen. Ja, wir haben ja erst letztens wieder so ein Webinar gemacht zum Thema, wie finde ich den richtigen Sparplan für mich und wie kann ich, welche ETFs mit welchem Anlagebetrag sollte ich wählen. Und da ist auch nochmal eine Grafik drin gewesen, wie wichtig es ist, gerade bei jungen Kindern oder Babys früh anzufangen, weil man damit ein paar hundert oder eigentlich ein paar hundert Euro ist ja schon zu viel, aber mit 20, 30 Euro im Monat über 10, 20 Jahre kommt da ein richtig ansehnliches Sümmchen zusammen. Ja. Auf jeden Fall. Und dann wird natürlich in diesem Zusammenhang, gestatten Sie mir diese Frage noch aufzuwerfen, ist der Sparplan überhaupt geeignet oder ist eine Einmalanlage besser? Das ist immer auch so eine Frage, die gerne gestellt wird, gerade auch bei dem Webinar, was wir ja gemeinsam gemacht haben. Nur man kann sagen, es sind zwei unterschiedliche Konzepte. Alle Zeitreihen, die ich mir angeschaut habe, und das waren wirklich viele, haben gezeigt, dass die Einmalanlage überlegen ist in Ergebnissen. Sie können ganz selten Marktphasen erwischen, wo das umgekehrt ist. Liegt aber auch natürlich daran, weil langfristig der Markt immer steigt und so gesehen wäre es immer besser gewesen, so am Anfang logischerweise alles reinzulegen. So ist es. Das Problem ist ein bisschen, und das muss man jetzt ganz deutlich voneinander abgrenzen. Erste Grundaussage: Ich muss Geld am Anfang haben, um das investieren zu können. Mhm. Ja? Und wenn man jetzt mal realistisch von gleichen Endsummen ausgeht, natürlich kann man immer sagen, naja, einmal investiere ich 250 Euro und dann 250 Euro jeden Monat. Das ist natürlich nicht das Gleiche, sondern was Sie vergleichen müssen ist, wenn wir nehmen ein realistisches Beispiel, 150 Euro ist der Durchschnittswert, wenn ich Ihnen aufmerksam zugehört habe in Ihren Statistiken. So, wenn ich diese 150 Euro pro Monat sind pro Jahr 1.800 Euro. So, wenn ich das über 20 Jahre mache, bin ich bei 36.000 Euro. So. Die hätte ich am Anfang angelegt. Dann ist es in fast allen Marktphasen so, dass daraus mehr geworden ist, deutlich mehr, als wenn ich das monatlich investiert habe. Aber wer hat schon am Anfang die 36.000 Euro? Wer die nämlich hat, in der Regel denkt gar nicht über einen Sparplan nach. Ja. Das ist die erste Aussage. Die zweite Aussage ist, diese 36.000, da Märkte schwanken, erfordern enorm hohe Stresstoleranz. Denn dazwischen wird es immer Phasen geben, wo der Markt deutlich zurückkommt und ich plötzlich vor der Frage stelle, mich vor der Frage gestellt sehe, sollte ich vielleicht doch auflösen, sollte ich vielleicht doch verkaufen. Da hilft wieder, was wir im ersten Teil besprochen haben, ein, zwei Sätze dazu, warum habe ich da überhaupt investiert? Mhm. Auf der Sparplanseite ist es so, ich bin eben auch mit geringen Beträgen eben den 150 Euro schon in der Lage, mir langfristig ein Vermögen aufzubauen, wenn ich diszipliniert bin. Außerdem kommt noch eins hinzu, das ist der sogenannte Durchschnittskosteneffekt. Der ist vergleichbar, denn Sie haben es vorhin angesprochen, die Spritpreise, Benzinpreise sieht man jeden Tag an den Tankstellen steigen, als ob ich immer nur für 20 Euro tanke, dann komme ich mal weniger weit und mal weiter, weil ich natürlich unterschiedliche Mengen an Benzin für 20 Euro bekomme. Aber dieser Durchschnittskosteneffekt führt
zusätzlich, und das ist nur noch ein zusätzlich zu der Möglichkeit, eben schon mit kleinen Beträgen anzufangen, kann dazu führen, dass der Durchschnitt geglättet wird, dass der Durchschnitt zurückgeht. Aber auch dazu muss man sagen, das Idealbild ist natürlich folgendes: Wenn Sie über 20 Jahre das sparen und die ersten 10 Jahre möglichst in fallenden Märkten investieren, dann haben Sie den Großteil schon investiert. Den Großteil, der dann schon mit den steigenden Märkten natürlich mitmacht, also profitiert. Und dann haben Sie natürlich das Idealbild. Für die meisten Anleger, um das jetzt zusammenzufassen, ist es aber so: Der Sparplan erlaubt mit Disziplin monatlich zu sparen, Geld, was ich am Anfang nicht hatte. Und zum Zweiten erlaubt er doch ein Vermögen, ein langfristiges Vermögen aufzubauen, wenn ich dabei bleibe. Und Sparpläne haben noch einen Vorteil, auch wenn ich das vielleicht an dieser Stelle, Herr Jorla, nicht erwähnen sollte. Die kann man ohne Probleme jederzeit aussetzen, die kann man unterbrechen, die kann man auch zwischenzeitlich Teile von abheben. Ist ein Vorteil gegenüber anderen Finanzprodukten, die ja sehr in Deutschland beliebt sind. Aber dennoch muss man sagen, Disziplin ist auf beiden Seiten, sowohl bei der Einmalanlage als auch beim Sparplan, ganz, ganz entscheidend, um langfristig ein Ziel zu erreichen. Ja, ich finde auch noch den Aspekt, so ein psychologischer Effekt dabei, weil wenn die Märkte fallen, dann freue ich mich eigentlich eher, weil ich psychologisch gesehen oder also faktisch gesehen ja günstiger ETF-Anteile kaufen kann. Und das ist eher so eine emotionale Geschichte. Ja. Dann ist zwar der Markt schlecht, ich habe vielleicht im Gesamtportfolio verloren, freue mich aber, dass ich vielleicht in dieser Durststrecke einfach noch mal ein bisschen zum, in Anführungsstrichen, Schnäppchenpreis einkaufen kann. Ja, und die Erkenntnis ist relativ hoch, dass ich mit einer Einmalanlage, wenn die Märkte dann stark fallen, dann doch irgendwann mal aussteige, weil ich sehr kalte Füße bekomme, als wenn ich, und das haben Sie ja gerade beschrieben, wenn der Kleinwagen schon weg ist. Genau, dann ist es genau das, was der Finanzvisier richtig gesagt hat. Dann kommt plötzlich Irrationalität dazu und egal, was ich mir aufgeschrieben habe, ich verkaufe. Und das ist beim Sparplan psychologisch, haben Sie vollkommen richtig, eben anders, weil ich eben Freude daran habe, dass ich jetzt mehr Anteile bekomme. Ja. Herr Meier zu Dreher, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Jordan. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Ihnen hat es auch Spaß gemacht. Wir haben ja im Schnelldurchlauf sozusagen alles von A bis Z besprochen. Schauen sich die Teile gerne an. Wenn Sie Fragen haben oder auch Anregungen zu dem Thema, schreiben Sie bitte gerne Kommentare in die, unter das Video. Wenn Sie Wünsche nach anderen Gesprächspartnern haben, auch sehr gerne. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder zuschauen und verbleibe erstmal mit freundlichen Grüßen und freue mich, dass es Ihnen auch gefallen hat. Hat es. Vielen Dank, Herr Jordan, für die Einladung. Gerne.